Läuft! Ja, läuft! 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 Heute ist der 7.7.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und am 7.7.2001, also vor genau 10 Jahren, wird in Pfullingen der erste People Mover der Welt eingeweiht. Tja, fragen jetzt alle, was ist denn bitteschön ein People Mover? Ja, das ist sowas wie, keine Ahnung, wenn man da Leute reinpacken könnte, wäre es auch ein People Mover. Das ist sowas wie eine kleine elektrisch betriebene Straßenbahn, die ohne Fahrer von A nach B fährt. Irgendwo an Orten, wo man besser nicht läuft. Und der erste wurde in Pfullingen halt transportierte Menschen über die Bundesstraße B312. Der erste People Mover der Welt. Ich habe das vorher noch nie gehört, das Wort. Und heute ist aber auch Tanabata, das Sternfest in Japan. Ein sehr, sehr schönes Fest. An dem Tag treffen sich die Sterne Vega und Altair, die ein Liebespaar symbolisieren. Eine Weberin und einen Rinderhirten, die so verliebt waren, dass sie ihre Arbeit vergaßen darüber. Da wurde der Himmelsgott sauer und hat die beiden getrennt. Sie dürfen sich nun einmal am Tag, einmal im Jahr sehen. Und das ist heute, der 7.7. in Japan. So, Agnes und Wulfilde hat ein schönes kleines Tütchen gebastelt mit einem Brausepulverding drin und da steht drauf: Ahoi! Sommertag bei Agnes und Wulfilde am 9. Juli ab 11 Uhr in der Schillingstraße 14 in Köln. Wer Agnes und Wulfilde nicht kennt, das ist ein super schöner Laden für Geschenkartikel und einfach schöne Dinge. Hier, das ist das Kärtchen von denen. Agnes und Wulfilde, ein ganz bunter Laden. Und die feiern am Samstag Sommerfest. Ruhig mal hingehen, es gibt was zu trinken, Konfetti und ganz viele Sachen zum Kaufen, sich angucken und schön finden. Schillingstraße 14, Agnes und Wulfilde, hingehen Samstag. So, dann ein Dankeschön an den Herrn Döring von der LBS Köln am Neumarkt. Vielen Dank für Ihre schnelle und professionelle Unterstützung gestern, an der Sie ja nun wirklich überhaupt nichts verdient haben. Ein zufriedener Kunde. Und noch einmal. Ein außergewöhnlicher Künstler sucht ganz gewöhnliche Wohnungen in einem außergewöhnlich schönen Viertel, dem Agnesviertel. Die Wohnung sollte 40 bis 50 Quadratmeter nicht unter, aber auch nicht überschreiten. Dafür wäre der Künstler bereit, bis zu 400 warme Euros anzulegen. Bitte melden bei Joachim unter der Nummer 0157 79 03 8517 0175 79 03 8517 oder bei mir im Laden. Dankeschön. So, dann habe ich jetzt von markt.de wieder was Schönes. Und zwar gibt es da diesen wunderschönen alten Spielautomaten. Eine Rarität, ein perfekter aus dem Jahr 1954. Preis, naja, das beste Angebot natürlich. Wir haben den Spielautomaten perfekter aus dem Jahr 54 anzubieten. Fabrikat Jentsch und Merz. Die Münzung ist 10 Pfennig, also ne, man braucht ordentlich Kleingeld. Ist ein einarmiger Bandit, Marktwert ungefähr 650 Euro. Der Automat ist voll funktionstüchtig und wurde noch einmal von einem Fachmann für 150 Euro überholt. Der Automat sollte also sowas wie 500 Euro bringen. Leider ist der Automat sehr schwer und kann nur sehr, sehr schlecht verschickt werden. Also müsste er in Bielefeld abgeholt werden. Bei Interesse melden 0151 22 79 3799. 0151 2297 3799 oder nochmal bei mir im Laden melden. Super toller Spielautomat. Man sieht, der ist von 54, weil er schwarz-weiß ist. So, morgen gibt es hier an dieser Stelle etwas ganz Besonderes. Ich sag nur so viel: Es gibt Reis, Baby. So, zum Schluss gibt es hier immer noch einen Witz von meinem Opa. Fragt der Kollege: Na? Ja, im Urlaub. Genauso wie im Büro. Man saß rum, tat nichts und hat aufs Mittagessen gewartet. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es mir. Ich saß dem Fede jeden Tag 16 Uhr hier vor der Agneskirche. Außer wenn Markt ist, dann natürlich auch am Sudermannplatz. Und zwar ab sofort, ab nächste Woche wieder um 12, morgen noch um 13 Uhr. Das ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert. Dafür geht es ja auch rund um die Uhr im Internet. www.derschwarzebrett.de, das bin ich. Tschüss. Reis kochen gehen. Ja.